Thank you.
Thank you.
Thank you.
Guardatevi chi per le cal di Samantana. Fece la sua domanda e alle gioia li mandò in gioia. Come on.
ungefähr 20-minütige Pause, in der wir Ihnen einen Blick hinter die Kulissen der Wiener Staatsoper sowie Gespräche mit Künstlern zeigen. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen. Es ist ein fantastisches Erlebnis, mit diesen Menschen, mit dieser Gruppe von Menschen auf der Bühne zu sein und zu musizieren. Sie spielen alles. Sie spielen alles vom Blatt und sofort. Punkt. Genial. Es ist in Orchester Graben kein anderes Orchester so gut wie die Wiener Philharmoniker. Und es ist mein Lieblingsorchester, muss ich gestehen. Wir sind im Staatsopernorchester 150 Musiker ungefähr. Die Größe ergibt sich aus dem Repertoire, das wir spielen. Die Mitgliedschaft zum Wiener Staatsopernorchester erwirbt man durch ein Probespiel, durch ein erfolgreich abgelegtes Probespiel. Das Probespiel findet statt im Gustav-Mahler-Saal. Es gibt einen Paravent, der zwischen der Jury und der Kandidatin oder dem Kandidaten platziert ist. Und im Rahmen dieses Probespiels wird die Qualifikation des zur Frage stehenden Musikers erhoben und der Beste oder die Beste, die das Probespiel ablegt, wird dann Mitglied im Staatsopernorchester nach Ablegung eines Probejahres. Well, there's nowhere like Vienna, and there's no orchestra like the Vienna Philharmonic for classical music. It is the central place. It's almost as though classical music belongs here. It started here in some ways. And you feel that with this orchestra. There's a sense of ownership and possession of classical music. And they play in a way that's possessed. It comes from the blood. And there's no other place you can say that of, so it's extremely exciting when the music they're playing is mine. Ich bin also sehr stolz auf das Engagement hier in der Wiener Staatsoper. Es ist ein Kindheitstraum von mir in Erfüllung gegangen. Ich habe schon von Kindheit an also mich sehr für die Oper interessiert und also das ist ein großes Glück gewesen, dass ich da sein darf. Der Zusammenhang zwischen den Wiener Philharmonikern und dem Orchester der Wiener Staatsoper ist folgender. Das Wiener Staatsopernorchester ist hervorgegangen aus dem K&K Hofopernorchester und die Musiker dieses Orchesters haben 1842 beschlossen, sie wollen nicht nur im Graben musizieren, sondern sie möchten auf die Bühne. Und zu dem Zweck haben sie die Wiener Philharmoniker gegründet. Das heißt, wir haben zwei verschiedene Orchester, zwei verschiedene Körperschaften, die aber von denselben Musikern gebildet werden. Das heißt, wir spielen im Rahmen unserer Dienstverpflichtung in der Staatsoper als Staatsopernorchester und wir spielen in unserer Freizeit als Wiener Philharmoniker. Es ist natürlich im Orchester auch, man wird von einer ganz speziellen Energie umgeben, beziehungsweise von der Energie der Kollegen auch. Also wenn der Kollege neben mir der reißt mich auch mit und ich versuche natürlich auch meine Kollegen mitzureißen und das ist dann so ein gegenseitiges Hochstacheln, kann man sagen. In Sternstunden entwickelt man natürlich ein großes Einheitsgefühl, ein Gemeinschaftsgefühl, in dem man dann wirklich das Gefühl hat, man zieht an einem Strang, man hat ein Ziel und es ist möglichst gut, den Sänger zu unterstützen. Thank you.
kann nur noch mal das hohe Lied dieses Orchesters hier singen, was auch darin besteht, dass sie mir Dinge vorführen, ja, und von mir erwarten, dass ich mitgehe, ja, so wie sie mit den Sängern mitgehen und so wie sie natürlich auch mit mir mitgehen. Von einem Dirigenten in der Oper werden, glaube ich, besondere Fähigkeiten verlangt, weil er die Aufgabe hat, die Bühne und das Orchester zu koordinieren, also das sprich über große Distanzen zu arbeiten. Und im Idealfall ist er wirklich der Punkt, an dem sich beide festhalten können und der hilft, und zwar den Sängern hilft und dem Orchester hilft, den Sänger zu unterstützen. Für mich war immer ein Traum, wirklich so ein Orchester zu dirigieren, auch im Repertoire, weil nur ganz wenige Orchester sind fähig, wirklich so flexibel zu sein und so verschiedene Oper, verschiedene Stile so gut spielen, wie die können, die Wiener Philharmoniker, finde. Staatsopernorchester spielt pro Jahr 50 bis 60 Opern, je nach Spielplan. Und dazu kommen noch Ballette, Ballettaufführungen, auch ungefähr 10 verschiedene Ballette. Und es gibt die Konzerttätigkeit der Wiener Philharmoniker, im Rahmen derer wir auch noch einmal eine ganz große Zahl an verschiedenen Stücken aufführen. Ich habe ein großes Glück, solche Musikanten zu haben. Und auch wir haben so Star-Dirigenten. Und ja, es ist wirklich ein Geschenk von Gott, in solchem Opernhaus mit solchen Orchester zu arbeiten. Es ist einzigartig, dass dieses Orchester so hoch sitzt, dass sie uns auch, wenn sie nicht spielen, beobachten, dass sie uns, natürlich auf diese Weise beurteilen sie uns jedes Mal, aber wir sind quasi viel mehr zusammen mit diesen Menschen, mit diesem Orchester, als mit einem anderen Orchester, den man nicht sieht. Einfach auf die Bühne hören. Und das ist etwas ganz Besonderes. Wenn wir ein Zwischenspiel haben, dann können wir schon spielen. Aber wenn der Sänger singt, müssen wir unbedingt zuhören. Das ist Grundvoraussetzung für das Opernmusizieren. Es ist schön, wenn ich muss zusammen mit der Geige, erster Geige sein an ein Solo oder etwas. Wir können zusammen Musik machen. Es ist fantastisch. Aber wie kann es besser? Als Sänger, was soll ich sagen? Es gibt nichts besser. Wiener Philharmoniker erleben nicht mal als Zuhörer, aber als Mitwirkende, das ist was Besonderes. Ist absolut frappierend und überwältigend, dieser Klang, dieses selbstverständliche Miteinander musizieren, wo man einfach jede Sekunde, glaube ich, spürt, dass was halt die Qualität eines Ganzen ausmacht, dass die Qualität der Einzelnen immens hoch ist. Gut, ich bin ja geprägt
auch vom Klang des Orchesters hier. Ich bin hier zur Schule gegangen und ich habe sehr, sehr viele Aufführungen erlebt. Ich war hier als Korrepetitor engagiert, also dieser schöne, der Klang des, der Wiener Philharmoniker ist etwas Besonderes. Der Wiener Klangstil ist eine Spezialität unseres Orchesters, die sich einerseits auf das Instrumentarium bezieht und andererseits auf eine gewisse Klangkultur, die in den Instrumenten drückt sich das aus bei einem Wiener Horn, bei einer Wiener Oboe. Aber es gibt eben auch Spieltraditionen in anderen Instrumenten, die sehr wichtig genommen werden und die für die Einzigartigkeit dieses Klangs verantwortlich ist. Zum Orchester stark den Bezug. Man arbeitet zusammen, oft ist es ein Dialog oder sie machen einen tollen Teppich und sie sind natürlich ein wahnsinniger Luxus in einem Opernhaus. Man verbringt sehr viel Zeit in der Oper und auch mit den Kollegen. Und vor allem die Gruppe, zum Beispiel für mich die Schlagergruppe, ist dann schon sowas wie eine Familie, das kann man schon so sagen, glaube ich. Man wird zu einer großen Familie, vor allem natürlich auf den Tourneen, aber auch in der Oper. Man sieht sich einfach sehr oft, wir verbringen sehr viel Zeit gemeinsam, nicht nur im Graben. Und da entwickeln sich natürlich auch Freundschaften. Musizieren macht natürlich glücklich, also mich ganz besonders in der Oper, weil ich diese Symbiose aus Orchester und den Sänger begleiten als unglaublich erfüllend empfinde. Lichtescheva, bitte macht's mir Einlasslicht. Zuschauer ist freigegeben worden. Danke. Ich habe hier als Beleuchtungsinspektor begonnen und bin nachher später Beleuchtungschef geworden. Meine Funktion ist, dass ich mich kümmere um den Spielbetrieb. Das heißt, dass alle Teile, alles vorhanden ist für die Abendvorstellung. Die Einteilung von der Dienstliste, da habe ich Unterstützung von Beleuchtungsinspektor, von meinen Stellvertreter. Der komplette Einkauf, welche Scheinwerfer werden angeschafft, wo wird was umgebaut, welche Teile werden modernisiert, also für den täglichen Spielablauf. Weiters bin ich zuständig für die ganzen Neuproduktionen. Hier arbeite ich zusammen mit dem Leading Team. Da ist bei der Erstellung vom Beleuchtungsplan, von der Beleuchtungseinrichtung, was ist gewünscht, welche Art von Licht ist gewünscht, ob das jetzt HMI-Licht sein soll oder also HMI-Licht oder Halogenlicht, wie das Bühnenbild ausgeleuchtet werden soll, wie sieht das Bühnenbild aus, wie kann man das Bühnenbild leuchten, wie soll man das leuchten. Das hier mit dem Regisseur, mit dem Bühnenbildner, mit dem Lightdesigner, wenn einer vorhanden ist, dass ich mit ihm zusammenarbeite und das Stück nachher erstelle. Ich betreue das Stück von Bühnenbildvorstellung über die Entstehung, also die Besprechung im Arsenal, wo das Werk gebaut wird, wo die Dekoration gebaut ist. Hier wird festgelegt, welche Lichteinbauten sein sollen, bis zu den Beleuchtungsproben und bis zur Premiere. Nach der Premiere wird das weiterhin betreut, eben dass hier jede Vorstellung so ausschaut, wie es bei der Premiere, bei den Beleuchtungsproben erarbeitet worden ist und dass das Licht und die Einstellung immer gleich sind von der Qualität, also Qualitätssicherung. Wir sind hier in der ersten Arbeitsgalerie auf der Bühne. Wir sind ca. 13 Meter über Bühnenniveau und hier wird vorstellungsabhängig immer wieder Scheinwerfer aufgebaut. Und
Wir haben hier oben auch, wenn wir rausschauen, sehen wir die Beleuchtungsgerüste, die sind fix eingerichtet mit kopfbewegten Scheinwerfern, HMI-Scheinwerfer, Tageslichtscheinwerfer, 5 kW-Scheinwerfer, sind Halogenscheinwerfer und mit Moving Light sind ebenfalls HMI-Scheinwerfer mit Farbwechsler und türkischen Farbscheiben, also Yellow, Magenta, Cyan, also die Farbmischung ist das. Und wenn wir zu wenig, wenn wir nicht auskommen mit den fix eingerichteten Scheinwerfern, werden vorstellungsabhängig wieder zusätzliche Scheinwerfer verhängt. Und von hier her oben kommen die ganzen Anschlüsse, das heißt die DMX-Kabeln, die Steuerleitungen, die Spannungen, die werden hier runtergelassen, Bühnenniveau, Scheinwerfer werden eingehängt, verkabelt, gestoppelt, ausprobiert und dann auf Spieltermin gefahren. Und wenn wir hier hinschauen, sehen wir einen Versatzkasten. Hier sind ebenfalls, sind die Scheinwerfer gesteckt. Jeder Scheinwerfer hat seine eigene Nummer und über die Nummer wird der Scheinwerfer angesprochen. Im Keller unten sind die Dimmer, knappe 1000 Stück fixe Dimmer haben wir im Haus und die sind im ganzen Haus verteilt. Und jeder Scheinwerfer, der bei der Vorstellung mitspielt, hat seine eigene Nummer und wird über den Computer nachher angesprochen, also wird die Helligkeit nachher eingestellt. Im Deckenkranz, im hinteren Bereich vom Zuschauerraum, wir sind jetzt direkt ober der Kaiserloge und unter uns ist eigentlich der Stehplatz, einer der schönsten Positionen von der Sicht her auf die Bühne. Und hier heraus haben wir Fixscheinwerfer eingerichtet für die Bühne, das ist Vorderlicht, das ist Halogen- und HMI-Scheinwerfer. Hier heraus haben wir ebenfalls Verfolgerscheinwerfer. Das ist immer dann, wenn Verfolger verwendet, wenn eine Person besonders herausgehoben werden soll oder ich habe eine Nachtstimmung, die Bühne ist in dunkelblau, das sehr finster geleuchtet, ein sehr schönes Ambiente habe und die Person, der Sänger soll hell sein oder die Sängerin. Und für die Verfolger haben wir zusätzlich noch Monitore, wo wir die Lichtnummern sehen. Dadurch ist es wesentlich einfacher für die Person, die verfolgt, dass er den Einsatz richtig macht. Bei einer Oper-Standardvorstellung sind wir ca. 100, 150 Scheinwerfer. Bei sehr großen Vorstellungen kommen wir auf 200, 250 Scheinwerfer. Die Hälfte ca. ist Moving Light und die fahren automatisch auf die Position und die andere Hälfte wird händisch eingestellt. Das heißt, jeder Scheinwerfer wird mit der Hand abgerichtet, eingerichtet. Hier gibt es eigene Szenarien dafür, die bei den Beleuchtungsproben erarbeitet werden. Der Beleuchtungsmeister hat das Szenario, nach dem vorgegangen wird und jede Seite, jeder Beleuchter hat ebenfalls sein spezifisches Szenario. Hier heraus hat derjenige, der hier arbeitet, hat sein Szenario, wo jeder Scheinwerfer aufgeschrieben ist, mit seiner speziellen Einstellung, mit der Fahrscheibe und wo er hinleuchten soll. Eine weitere Position ist im Bühnenbereich. Das sind hier 4 Verfolger, Halogenverfolger, die bei Stücken immer wieder verwendet werden. Der Verfolger ist eine sehr verantwortungsvolle Tätigkeit. Das geht hier nach Lichtnummer, nach Ansage von Inspizienten, werden die Personen auf der Bühne im Lichtkegel herausgeholt. Über einen Handdimmer wird das geregelt. Jetzt ist der Verfolger voll, wenn man runterschaut, wenn man das sehen jetzt da, habe ich hier auf der Wand den Verfolger und durch ganz vorsichtiges Bewegen wird die Person mitverfolgt und jede ruckartige Bewegung nimmt der Zuschauer wahr, da wackelt der Verfolger, ist nicht sehr ästhetisch. Und hier auf der Seite haben wir das Verfolger-Szenario, hier sind die Lichtnummern aufgeschrieben und sind auch die Sänger, zum Beispiel hier bei Policino ist der Vater. Wenn er vom Haus weggeht, bekommt er einen Verfolger. Dann der nächste wird Kindergruppe, die Eule hat einen Verfolger, Menschenfresser und so ist das Szenario nach Lichtnummern gegliedert. Und im Ablauf vom Stück werden verschiedensten Personen verfolgt. Hier haben wir 3 Positionen für Verfolger, 3 Beleuchter können gleichzeitig, also 3 Personen können gleichzeitig auf der Bühne unten verfolgt werden. Also die Personen werden immer händisch verfolgt, also da gibt es keine Fernsteuerung. Es gibt zwar Systeme, die hier in die Richtung gehen, über Funk, über Koordinatensystem, dass ein Scheinwerfer, ein Moving Light der Person automatisch folgt, aber hier im Theater, dadurch, dass das Bühnenbild sich täglich ändert, wenn wir täglich eine andere Vorstellung spielen, funktionieren diese Systeme nicht und eine Person, die verfolgt,
ist wesentlich effektiver und effizienter und kann auch besser auf Situationen reagieren. Wenn der Sänger nicht hundertprozentig dort steht, wo er stehen sollte, oder wenn zusätzlich ein Verfolger gewünscht wird, weil der Sänger auf der falschen Stelle auftritt und momentan im Finstern ist, kann man mit dem Verfolger relativ leicht helfen und reagieren drauf. Hier sehen wir noch den Monitor. Auf der Monitor stellt die Lichtnummern dar. Die Person, die verfolgt, hat einen Kopfhörer. Über den Kopfhörer hört er die Ansagen von den Spezienten, die Verfolgeransagen. Teilweise sind die Verfolger auch über Lichtnummern. Also laut Szenario bei Lichtnummer 12 soll er den Verfolger auf dem Fahrt aufmachen, schaut auf den Monitor, sieht, okay, wir sind jetzt bei Lichtnummer 5. In 7 Lichtnummern ist mein Einsatz, kann sich ungefähr richten, wann das sein wird. Hier heraus haben wir 2 ferngesteuerte Scheinwerfer. Die sind die 2 Moving Lights, sind MAC 2000 Performance. Alle anderen Scheinwerfer sind händisch eingestellt. Der Scheinwerfer, der wird händisch eingestellt, also per Hand, wird laut Szenarium auf die Position gerichtet, wo er nach am Abend mitspielt. Vor der Vorstellung werden die Fixscheinwerfer händisch eingestellt. Die Moving Lights, also kopfbewegten Scheinwerfer, die können werden Vorstellungen verschiedene Positionen haben. Es kommt vor, während der Vorstellung, dass Farbscheiben getauscht werden, dass für bestimmte Lichtnummern die Farbscheibe rauskommt und eine andere Farbscheibe reinkommt. Das ist das, was passiert während der Vorstellung. Aber sobald ich einen Scheinwerfer einstelle, brauche ich einen Lichtkegel, dass ich sehe, wohin er leuchtet. Und während der Vorstellung wäre das nachher störend. Wenn ich eine dunkle Stimmung habe und wandert der Scheinwerfer über die Bühne, wird das nicht sehr, sehr schön ausschauen. Und dadurch sind alle Scheinwerfer vor der Vorstellung eingestellt, Vorbühnenscheinwerfer. Auf der Bühne besteht die Möglichkeit, dass wir die Scheinwerfer während der Pause oder Verwandlung umgestellt werden. Da gibt es ebenfalls laut Szenarium, wird erarbeitet bei den Beleuchtungsproben und dann sind nachher die Positionen besetzt, wo was passieren soll. Das Schöne an der Beleuchtung ist, dass jedes Mal etwas Neues ist. Ist jedes Mal eine Herausforderung, wenn wir ein neues Stück machen, dass das optimal eingeleuchtet ist, optimal vorbereitet ist. Und es ist ein schöner Job, weil man immer wieder etwas Neues dazulernt, immer wieder sich neu, immer wieder was Neues machen kann, also von den Lichtstimmungen her, dass man sehr, sehr kreativ sein kann. Der vornehme, mit Gobelins verzierte Pausenraum in der Ebene des ersten Rangs ist nach dem Komponisten, Dirigenten und legendären Direktor des Hauses Gustav Mahler benannt. Vor 1945 befanden sich in diesem Bereich die Räumlichkeiten der Direktion, somit auch das Arbeitszimmer eines Richard Strauss, Franz Schalk, Clemens Krauss oder eben Gustav Mahler. Im Zuge des Wiederaufbaus der Wiener Staatsoper zwischen 1945 und 1955 wurde dieser Saal geschaffen und für das Publikum geöffnet. Die von Rudolf Eisenmenger entworfenen Gobelins zeigen Szenen aus Mozarts Zauberflöte und schließen somit inhaltlich an den entsprechenden Gemäldezyklus in der Loggia des Schwindfoyers an. Von zusätzlichem historischen Wert sind das originale Reiseklavier Gustav Mahlers sowie eine von Anna Mahler geschaffene Büste ihres Vaters. An der zur Ringstraße gelegenen Wand hängt außerdem ein von Ronald Brooks Kitai gemaltes und von Gilbert Kaplan gestiftetes Gemälde Mahlers. Regelmäßige Ausstellungen, die in diesem Saal der Öffentlichkeit präsentiert werden, bilden gezielte Kontrapunkte zu den allabendlichen Vorstellungen der Wiener Staatsoper. Darüber hinaus finden im Gustav-Mahler-Saal die strengen Probespiele des Staatsopernorchesters, Vorproben für den Wiener Opernball sowie Liederabende des Staatsopernensembles und Kammermusikmatineen der Wiener Philharmoniker statt.
Bye.
Stringete, ma chiudetemi la bocca.
Thank you.